Hallo und herzlich willkommen zur Folge 201 hier im Let's Play Minecraft Season 5, meine lieben Freunde. Ich habe mein Inventar hier leer gemacht. Wir sind in einem Haus, wo ich mich wahrscheinlich ausgelockt habe vor einer Woche, weil eine Woche ja nicht da, muss noch wieder ein bisschen vorproduzieren für euch. Und darf euch mit Freuden berichten, dass wir jetzt endlich Radioempfang im ganzen Land haben. Da steht das Radio. Wow, ist ja lustig. So, was haben wir denn hier in den Truhen? Beziehungsweise will ich erstmal gucken, wo wir aufgehört haben. Weil die letzte, das wird eine Holzbude hier. Ja? Also mit Holz. Ich habe hier sehr viel mit Lehm gearbeitet. Vor allen Dingen hier hinten. Ist zwar gut, dass ich mit Lehm arbeite. Okay, hinten müssen wir noch mit Fichtenholz ein bisschen nachhelfen. Hier ist ein kleiner Shop rein, wo man Essen kaufen kann. Also die Kartoffel für zwischendurch, wenn man es so nimmt. So, wir haben hier noch Fichtenholz. Muss erstmal hier. Wir haben hier eine Axt. Eine Schaufel. Ich weiß nicht, was wir jetzt alles hier brauchen. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Fichtenholz auf jeden Fall. Und wenn ich hier mal kurz durchhusche, sehe ich bestimmt auch, was das für eine Farbe ist. Wo mir das lila. Da brauchen wir rot und blau. Lila haben wir noch, violett ist das gefärbte Ton. Oder wir können hochgehen. Warte mal. Fleisch. Aber hier. Haben wir noch das. Ah, hier ist das Sand drin. Ah, ich habe hier drüben geguckt. Okay, wir haben hier noch Violetten. Ich weiß nicht, wo mein Schwert geblieben ist. Habe ich wahrscheinlich wieder irgendwo verlegt. Das ist erstmal die erste Folge. Nam 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 nam. Okay. Etwas unsere Werkzeuge zusammensuchen. Dann gehen wir mal in den Souvenirshop vom Tavelberg-Biom. Wer denn die Tür aufgelassen? So, unter anderem ist auf unserem Markt jetzt eine aktuelle Uhrzeit, die Live-Uhrzeit. Na, Bescheid wisst, wie spät es gerade bei mir ist. Ah, hier habe ich mein ganzes Zeug mit dran. Gut zu wissen. Spitze Hacke. Das weiß man ja hoch. So, da hat man alles wieder geregelt. Gibt es hier eine Fackel? Hier ist Kohle. Eisen ist auch nicht mehr so viel. 40 Stück. Wir schmeißen, wenn wir unser ganzes Eisen haben. Es ist in irgendeiner Truhe hier im Dorf. Es ist ja ganzes Eisen. Es ist immer so ein bisschen verteilt. Ich gucke erstmal, ob auf der Baustelle ein Bett ist. Weil immer so ein Radio hier, Baustellenradio. Ist auch was Schönes, oder? Also, man braucht schon ein bisschen Unterhaltung. Diesen Crafting Table, den tue ich hier mal wegholzen. Unter anderem gibt es jetzt viele neue Sachen, wo ihr gespannt sein könnt, dass noch mehr hinzukommen, auf jeden Fall. Haben wir das Bett? Hier, das Bett haben wir hier reingetan. Okay. Weiß schon, was in der zweiten Etage. Upsala. So, außer eine Werkbank und dass hier noch kein Glas. Kein Glas drin ist, ist hier noch nichts drin. Okay. Das Möbelgeschäft, das war das Tafelberg hier, oder? Upsala, lass mich durch. Tafelberg Souvenirs, genau. Shop der ersten Etage. Guten Tag. Aber erstmal gucken, haben wir hier noch. Nein, haben wir nicht. Hier oben habe ich mal hier ein paar eben ein Pfeil, ein Radio, hier ein Mini Notenblock, also Noten hier Plattenspieler, Mini Kuchen und Mini Apfel. Was heißt ein Mini Apfel? Eigentlich ist da viel größer als das Item. Ich muss aber gucken, ob ich hier irgendwo verzeichnet habe, das Violett. Nee. Steht eben auch vieles Coming Soon, ne? Genau, wie Coming Soon Violett. Aber wir müssen noch ein bisschen warten.
Ziehen wir das hoch derweilen. Upsa. So. Ich wollte auf jeden Fall auch einstellen, weil ich wirklich in die Shops hier Türen machen möchte, dass mir nicht die Bewohner verrecken, auf Deutsch gesagt. Dass. Uhu. Dass ihr die Rechte bekommt, hier Türen zu öffnen. Natürlich ist das immer so eine Sache, wenn ihr die Rechte habt, Türen zu öffnen. Also das bedeutet Mechanismen im Allgemeinen. Das ist immer so eine heikle Sache. Warte mal, ich kann das nochmal kurz hier ausprobieren. Ich kann es auch nochmal ausprobieren. Das gehört jetzt an mir. Da müsste ich nur /LL eingeben. /LL. So, da sind wir wieder nach dieser kleinen Unterbrechung, die ich nicht nicht selber manuell betätigt habe. Keine Ahnung warum. Die Codierung ist natürlich sehr hochgestellt, gerade in OBS. Weiß nicht, wie das sich mit Minecraft verhält. Ich muss das jetzt einfach mal beobachten. Es waren jetzt 6 Minuten. Ich will natürlich die 20 Minuten voll bekommen. Einen kleinen Moment, da tue ich mir ganz kurz noch die Musik wieder anschalten. So, ich habe gesagt, wenn es noch in der Folge ist, dass ich dieses Haus nur hier unten im ersten Block mit diesen violetten Lehm hinsetze und darüber kommt was anderes. Was, weiß ich noch nicht, ob ein anderes Lehm oder sogar was komplett anderes. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob es Stein wird, so wie hier zum Beispiel solcher Stein oder Birkenholz. Ich glaube, ich nehme Birkenholz. Guck mal, wie das hier, wenn ihr mich versteht. So ähnlich. Das ist auch so ein kleines Hotel. Und wir waren, also haben unser Werkzeug geholt. Ich weiß nicht, ob das auch eine Folge war, war im Tafelberg-Shop. Und haben dort geschaut. Oder Sandstein. Nehmen wir den Birkenholz. Guck mal, haben wir gerade hier unten Birkenholz. Können wir hier, könnten wir auch eine Handverknüppelung machen, das wird nicht reichen. Nehmen wir noch einen halben Stack hier mit, den ich hier verknüppel. Dieses Birkenholz bauen wir jetzt sozusagen dort mit. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Eingangsbereich bleibt das natürlich so, also. So. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Es ist mal was anderes. Es sieht ein bisschen arg. Es sieht ein bisschen arg aus. Meines Erachtens nach. Ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Also ich muss gucken, wo ich den Weg rüber war. Hier kommt der Weg rüber. Hier unten kommt der Weg rüber. Das bedeutet, hier kommt noch ein Haus ran. Das bedeutet, hier kommt eh zu. Salab. Was habe ich noch erzählt? Dass das Sleep-Plugin funktioniert. Einwandfrei. Besser kann ich mir das nicht vorstellen. Ich bedanke mich nochmal beim lieben Julian, der das für mich nochmal. Was heißt für mich? Für uns, also für den Server. Umprogrammiert hat. Also, jetzt funktioniert alles super. Wenn man jetzt einen Klick auf ein Bett macht, egal wie viele schlafen, also es muss jetzt wirklich nur einer. Hier könnte man eigentlich auch. Ist da Holz dahinter? Ja, schade. Da wird das jetzt hier. Könnte man auch eine Durchreiche machen, oder? Ich lasse das mal. Ich gucke mal, was kommt. Eine Kuh ist schon mal hier. Das ist schon mal klasse. Was soll ich mit diesem Ei? Oh. Rausgekommen? Leider nicht. Da habe ich voll gegen eine Fackel geheftet. Da ist nicht so schön. Mal gucken, wie die Qualität im heutigen Video ist. Die Codierung ist sehr hochgestellt. Auf 2500. Meines Erachtens nach.
Wir haben hier oben 12 Eichenholz, Bretter. Das wollte ich jetzt gerne als Boden reinzimmern. Weil wir natürlich sparen wollen, sind das jetzt 24. Den Rest machen wir dort, das ist auch ein Crafting-Table. Ich möchte jetzt hier nicht so viel machen. Können wir ausrechnen, wir sind ja Mathe-Profis. Hat er heute erst in Funktionsanalyse eine Arbeit geschrieben. Über den Druck. Luftdruck, PSI. In Größen. Wie viel Kraft aufgewendet wird, wenn das passiert und ab. Mal sehen, was rauskommt. Hab immer ein ziemlich gutes Gefühl. So, das waren jetzt 12. 12, so. Das bedeutet, wenn das 12 waren, sind das minus 2 sind 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? Hier war nichts drin. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind 11. Eine Reihe sind 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 11. 22. 24. Also 24? Was? 24? Okay. Wenn wir jetzt 24 sind. Das sind das 11, 22, 33, 44 plus 9 sind 53. Ha, 53. Aber das Holz brauchen wir nicht. So, ich mach mal so. Das könnte schon zu viel gewesen sein. 48? Nein, da fehlt noch was. Genau, da bleibt dann einer über. Einer bleibt über. Aber wir wollen ja hier nicht so viel machen. Ich möchte mal kurz wissen, ich glaube, der Ingame-Sound ist ziemlich leise. Oh, die Musik liegt mir einfach nur laut auf den Ohren. Einen hätte man verkraften können, aber ich mach's trotzdem nicht. Los. So. Jetzt sind wir wieder. Upsala, bei 6 Minuten 30. Also. Der zweiten Aufnahme, die ich gerade mache für die erste Folge. Ja, also das heißt, wir sind jetzt bei gut 13, 14 Minuten insgesamt. Im Schnitt. Ja, wollten wir eine Durchreiche machen. Passt das? Ja. Machen wir mal einen Raumtrenner rein. Das ist sehr laut. Fischt die es alle? Niemals. Auf der anderen Seite das gleiche. Wir gehen hier wieder auf die Shift-Position. Und geben Gummi. So. Haben wir das? Dieses Kreuz. Dann ist hier oben ein Loch. Hier oben sollte den Glowstone rein. Ja. Also. Kurz zusammenfassen zum Folgenende, weil diese Folge kommt am Montag, den, lass mich raten, 11.4. Ist er mal geil. Montag der 11.4. Also, es gibt jetzt weltweiten Funk hier bei uns, was natürlich nur geschichtlich dargestellt wird. Des Weiteren wird es bald nach, da kann ich euch das mal zeigen, wie das Sleep Plugin funktioniert. Unter anderem ist der Nether ab gestern aktiviert. Könnt ihr also drauf, wenn ich hinbekommen habe. Wenn nicht, dann ja, ihr findet das Portal hier im Portalraum am Spawn. Upsala. Und auf jeden Fall, die Farmwelt ist auf. Und so einmal aufs Bett geklickt mit Rechtsklick und es steht immer Bett spawn gesetzt. Natürlich. Und es ist sofort wieder Tag. Ihr habt es auch gesehen. Das zählt für alle Spieler, die ja drauf sind. Und das finde ich eigentlich besser, als wenn alle schlafen müssen.
Also das Leaf-Plugin wurde auf das Beste sozusagen herausgeschrieben. Ich würde es gern durch Rotenstein ersetzen. Das schaut besser aus. Ich nehme Rotenstein. Der Milan ist mir dafür zu teuer. Er ist eben teuer, weil er nicht zu kaufen ist. Aber es gefällt mir irgendwie nicht. Ich nehme roten Lehm. Rotgebrannten Lehm. Haben wir hier noch welchen? Orangenen. Rotes Glas. Ich tue den erstmal hier wieder zurück. Ich gehe jetzt nochmal vor zur hier Souvenir-Lebbude und guck, was wir dort in der Truhe haben. Dann kommt das Essen hier, Frühstück. So. Wie ich immer an dieser Lampe hängen bleib. Kann die Truhe nicht öffnen. Ey! Kann die Truhe nicht öffnen. Gehst du mal bitte ein Stück rüber? Dankeschön. 4. Ist immer schön. Dann müssen wir doch welchen kaufen, wenn er im Angebot ist. Alle hier hinten. 28, reicht 28? Ne, nimm mal so viele mit. 52 müsste eigentlich reichen. Das geht zwar schneller, aber guck mal, diese 1385 Alleen und 99 Petsy muss man erstmal haben. Um sich Leben zu kaufen. 384. Ich hab's halt mit Zahlen, ich sag's euch gleich. Bin da nicht sehr gut anzusprechen heute. Weil ich im Arbeit geschrieben habe. Das ist natürlich. Ja, ich muss mal kurz hier gucken, ist hier irgendwas. Ja, das könnte eventuell. Ist gut. Es ist alles gut. Ist alles gut. Ich gucke auf jeden Fall hier erstmal, wo ich den roten Lehm hinsetze. Es kann natürlich möglich sein, dass ich den nicht hier unten hinsetzen will, sondern oben. Aber ich glaube, ich entscheide mich doch hier vor unten. Es kann auch sein, dass ich diesen rot hier geglätteten Andesit nehme, oder wie der heißt. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Ich bin jetzt eine Runde rum. Ja, geh mal hier raus. Du hast ja nichts verloren. Raus mit dir. Schubs. Ja, weg. Hallo. Genau. So. So, 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 da, 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 la, la, la. Entweder tun wir jetzt hier oben noch, ja, das mache ich lieber so. Salab. Und den. Nein. So, und jetzt gucken wir von außen. Also, so gefällt mir es besser. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so auch besser gefällt. Also, mit Rot gefällt mir das viel besser. Viel besser. Wollte mal ein bisschen Holz reinbringen, die erste Etage. Nicht so viel Lehm wie hier. Na dann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis in die nächste Folge von Let's Play Minecraft Season 5. Tschüss.